Ja, ich habe das Thema so ein bisschen zum Nachdenken, glaube ich, formuliert. Der Mensch ist so jung wie seine Verdauung. Ganz kurz zu mir, ich bin nicht Pädiaterin als von Haus aus, ich bin ganz einfach praktische Ärztin. Aus meiner Geschichte heraus, ich habe 5 Kinder alleine großgezogen und mein Werdegang hat aber schon, und gerade das Thema Ernährung begleitet mich von Kindheitsbeinen an, weil mein Vater hatte in Frankfurt den großen Lehrstuhl für physikalisch-dietetische Therapie. Insofern bin ich mit der Ernährungsmedizin aufgewachsen. Für uns war es immer so, wenn wir früher krank wurden, da wurden wir nicht gefragt, hast du kalte Füße gekriegt oder hast dich warm genug angezogen, sondern wir wurden gefragt, hast du nicht gut genug gekaut? Das waren immer so die Sachen, wo wir immer von vornherein eigentlich gelernt haben, dass Ernährung eine der Grundlagen sind für Gesundheit, für Gesundwerden, für Gesunderhaltung und auch für das Thema, wie lange bleibe ich oder wie kann ich das Altern mit deinen Mälessen hinausschieben, nicht das jahreszeitliche Altern, aber doch die ganzen Erkrankungen. Und wenn wir uns um das Thema Ernährung und Verdauung kümmern wollen, dann, wenn ich so in die Runde frage, hängt die Ernährung oder das Altern oder das, wie ich älter werde, hängt das mit der Ernährung zusammen? Dann würden alle nicken. Stimmt's? Ja. Genau. Andere Frage, was machen Sie für Ihre Ernährung, damit Sie besser altern? Da fangen die Stirn an, gefaltet zu werden. Wissen wir denn, was uns wirklich besser altern lässt? Es gibt so eine Statistik, Einflüsse in unserem Leben, Tumorprävention, KHK-Prävention, gesicherte Daten und nicht so gesicherte Daten. Es gibt ein Datum oder zwei Dinge, die gesichert altern, also Alterserkrankungen, Zivilisationserkrankungen präventiv beeinflussen. Das erste ist die Bewegung. Ja, das ist ganz gesichert. Das zweite ist natürlich nicht rauchen und so weiter und so fort, kein Alkohol. Alle Themen oder alle Einflüsse von Ernährung sind nicht gesichert. Wir wissen, hier sind Polyphenole drin, Flavonoide, diese können dort und jenen Einfluss nehmen. Wir wissen, wir müssen uns ausreichend ernähren, Obst und Gemüse, frische Kost. Trotzdem ist die Frage, schiebt das wirklich die Alterungsprozesse in unserem Leben vor uns her, weit nach hinten? Bleiben wir länger gesund? Das ist ja immer die Frage. Und wenn wir uns überlegen, was, oder wenn wir daran gehen, was können wir wirklich von der Ernährung machen, müssen wir uns überlegen, was sind die Alterungsprozesse in unserem Körper? Was lässt uns denn früher alt werden? Wir kennen die Theorie von den Telomeren, ja, den hängen da an den Chromosomenenden. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, mit dem, was wir tun, auch wie wir uns ernähren, dass die Zellen möglichst selten sich teilen. Je öfter sie sich teilen, desto eher verkürzen sich die Telomere. Was beeinflusst aber die Teilungshäufigkeit der Zellen? Wie hält sich eine Zelle und damit ein Organsystem möglichst lange gesund? Und da kommen wir sehr schnell an das Umfeld, da kommen wir sehr schnell daran, woraus ernährt sich eine Zelle. Und damit sind wir wieder bei der Ernährung. Wenn wir grundsätzlich sehen, unsere Zellen bauen Energie auf, aus Zucker und Fettsäuren unter der Zuhilfenahme von Sauerstoff und natürlich, ich sage immer gerne, das Öl im Getriebe, die Vitamine, die Spurenelemente. Und wofür produziert die Zelle Energie? Um aus Aminosäuren Proteine aufzubauen, Funktionsträger der Zelle, also ganz einfach. Muskeleiweiße, Hormone, Enzyme, alles das ist der Grundaufbau, also die 2 Jahre Vorklinik zusammengefasst auf eine Folie hier, das sind die Grundenergieprozesse in unserem Körper mittels Kofaktoren. Und hier sehen wir schon Vitamine, Spurenelemente, ein ausgewogenes Angebot an diesen Mineralstoffen, Spurenelementen, Polyphenolen, Flavonoiden, das ganze Potpourri kennen wir eigentlich noch gar nicht, ist dafür nötig, dass das Öl im Getriebe hat, um es mal einfach zu sagen. Wir wissen allerdings, dass es viele Prozesse oder viele Dinge in unserem Leben gibt, die diese Energieprozesse stören. Das sind Giftstoffe. Das sind Giftstoffe von außen, Rauchen, Saufen und andere externe Gifte. Es sind der Schlafmangel, es ist der chronische Stress,
vermittelt über Serotonin, Dopamin, hormonelle Regulation. Wissen wir, dass die einen hemmenden Einfluss auf die Energieproduktion haben und damit einen hemmenden Einfluss darauf hat, dass Proteine, dass Funktionsträger in der Zelle aufgebaut werden. Und dann haben wir das große Kapitel von Entzündungen.